Ich auch nur zustande, weil er gegen schwer bestraft wurde mit der gelben Karte. Und es geht weiter mit den technischen Fehlern. Wahnsinn. Wir haben bestimmt auf jeder Seite schon 10 technische Fehler, wenn nicht sogar ein paar mehr. Und wieder passives Spiel angezeigt. Und Jule Kluth versucht den Torwart da zu tunneln, der Torwart. Aber aufmerksam. Und jetzt kann Noel Haresley den auch wieder auf 2 Treppe rankommen. Und wenn die Künze dazwischen und holt den Ball für Schwerin. Das ist aber wieder ein schwacher Passer von Schröder auf Kinscher. In der Abwehr ist es gut zu sehen bei Grün-Weiß. Da hilft jeder jedem. Da wird gesprochen, da wird gearbeitet. Da reißt sich der eine für den anderen natürlich fast den Arm aus. Aber im Angriff fehlt noch so ein bisschen der Impuls. Da muss... Ja, jetzt vielleicht. Ja, jetzt kommt sie. Jetzt hat es doch geklappt. Das muss sie motivieren, das muss vorangehen jetzt. Stark gearbeitet. Und wieder war es Günther, die den Ball abfängt. Kinscher mit dem Konter am Tor. Bereits Tor Nummer 6 und die 5-Tore-Führung 3,5 Minuten vor der Pause. Das geht, muss man ja natürlich jetzt ein bisschen runterfahren. Die Angriffe ein bisschen ruhiger ausspielen. Man hat jetzt nur noch 3 Minuten, 5 Tore Vorsprung. Und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man als kleinerer Gegner, also kleinere Mannschaft, mit der Führung in die Halbzeit gehen kann, hat man einen kleinen psychologischen Vorteil natürlich. Und auch der Ball geht vorbei. Es läuft nichts beim TSV Nordharesley bisher. Was kann da ein Trainer machen? Wir haben vorhin die Auszeit gesehen, wo er auf seine Mannschaft eingewirkt hat. Es hat nicht so wirklich viel geholfen. Welche Möglichkeiten hat der Trainer jetzt in der Pause noch, anders noch auf die Mannschaft einzuwirken? Ja, er muss natürlich... Ja, ach so, gewischt werden muss, okay. Nein, also es geht um in der Halbzeit. Hat er viele Möglichkeiten. Erstmal wird er die Spielerin beruhigen und im Endeffekt, der erste Satz wird wahrscheinlich sein, es ist ein Spiel wie jedes andere in der zweiten Bundesliga. Mädels, ihr seid nervös. Warum? Wovor habt ihr Angst? Man muss eher als Psychiater einwirken, als Psychologe, als dass man da jetzt anfängt zu meckern. Das ist Quatsch. Fehler werden auf beiden Seiten gemacht. Das wissen auch die Schweriner, das weiß auch der Haresley-Trainer. Aber das Spiel selber, was Haresley eigentlich spielen kann, ist momentan nicht vorhanden. Und daran wird er seine Mädels erinnern. Die Gefahr, die man normalerweise in einem Ligaspiel hat, in dem man so weit vorne liegt, dass man das danach zu leicht nimmt, kann hier eigentlich schwer gegeben sein, aufgrund der Motivationslage, dass man gegen Zweitligisten spielt. Das ist wohl richtig. Aber jetzt sehen wir hier den Konter dieses Zweitligisten und auch der ist nicht drinne. Ja, da sieht man auch die Verunsicherung bei jeder einzelnen Spielerin. Ob das nur im Abschluss ist oder im Passspiel. Schwerin hat sicherlich ein, zwei Phasen gehabt, wo sie Glück gehabt haben, wo der Ball nicht ins Tor geht. Aber diese Emotion müssen sie mitnehmen ins Spiel nach vorne. Immer weiter, immer weiter. 1:30 haben wir jetzt noch auf der Uhr in der ersten Hälfte und 5 Tore vor Schwerin. Gibt es keinen Pfiff, auch wenn Kerstin Felker gern einen gehabt hätte. Und jetzt mal ein ruhiger Aufbau auf der Seite von Nordharesley. Und wieder Anna Pöschel, die den Ball hier rausfischt. Und Schwerin, die den Ball wieder schnell nach vorne treiben. Und klasse rausgespielt auf den Außen und er ist drin. Kerstin Schröder mit Treffer Nummer 4. 18:12, eine Minute vor der Halbzeit. Ja, die Anne Hering von Nordharesley wird sich natürlich jetzt ärgern. Hat eine schöne Situation erarbeitet als Kreisläufer mit der Sperre abgesetzt. Bekommt den Ball. Natürlich gegen die alten Kollegen. Der Torhüter weiß manchmal, das kennt das Wurfbild noch ein bisschen. Ist natürlich schade für sie. Gut für Schwerin. Wobei man sagen muss, das liegt gar nicht daran, weil die Anna Pöschel ist neu bei Grün-Weiß-Schwerin. Und aber trotzdem hat sie hervorragend gehalten. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden und Schwerin wird den Angriff ausspielen und möglicherweise noch das Tor erzielen zum 19:12. Dann wäre man mit 7 vor in der Halbzeit. Das käme einer Riesenüberraschung gleich. Ja, man sollte sich aber auch mit diesen 7 Toren nicht zu sicher fühlen. Es gibt so viele Momente, wo sowas unheimlich schnell kippen kann. Deswegen, man muss vorsichtig sein. Jutta Wenk da mit der Chance. Wir haben noch 10 Sekunden auf der Uhr. Ich muss mich glatt noch bei dir entschuldigen, dass ich noch nicht mal informiert bin, dass die Torhüterin erst seit diesem Jahr hier ist.
Mein Gott, ich habe... Kerstin Fellkelder nochmal mit dem Wurf, der geht vorbei. Und Halbzeit in Schwerin, 18:12 für Grünwald Schwerin. Das ist sehr überraschend und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Auf jeden Fall. DAB-Pokal, zweite Runde, Halbzeit, Grünwald Schwerin gegen TSV Nordhareslee. Und Überraschung, Überraschung, der Underdog führt Grünwald Schwerin. 18:12 zur Halbzeit. Das ist, kommt doch einer ziemlichen Überraschung gleich. Damit haben alle Beteiligten hier in der Halle nicht gerechnet. Ich habe bei mir den Verantwortlichen für Grünwald Schwerin, den Herrn Fethi-Neuer. Ja, wir reiben uns ein wenig die Augen. Sie auch? Ja, also mit ziemlicher Sicherheit. Ich glaube, alle hier in der Halle. Das hat wohl keiner erwartet. Ich habe schon erwartet, dass wir ein gutes Spiel machen oder dass wir die Mädels dagegen halten. Anfänglich Nervosität war zu sehen, aber natürlich kommt uns auch entgegen, glaube ich, dass der Zweitligist hier wirklich nicht die Leistung abrufen kann, die man erwarten sollte. Aber ist natürlich auch mit dem geschuldet, dass unsere Mädels da sehr konsequent sind und ihre Sachen reinmachen. Und dass wir natürlich so weit führen, ist sehr gut. Ja, das reibt natürlich alte Pokalröten hoch. Pokal hat seine eigenen Gesetze, das wohl ganz oft vor dem Spiel gesagt. Ist die Überraschung möglich heute? Ja, ich glaube schon. Also ich, wenn jetzt, ich gehe mal von aus, dass der Trainer der Gästemannschaft, dass da ein ordentliches Donnerwetter gibt. Aber wenn da jetzt nicht bei denen der Hebel so umgelegt werden kann, glaube ich, dass und unsere Mädels nicht Angst vor der eigenen Courage bekommen, dann glaube ich schon, dass wir das gewinnen können jetzt, ja. Ja, nur ist der DRB-Pokal ja nichts Alltägliches in Schwerin. Das ist ein Highlight für Schwerin. Kann man den nächstes Jahr hier auch wiedersehen? Wie qualifizieren wir Grün-Weiß dafür? Ja, ich glaube schon. Also wir haben schon Ansprüche, jetzt auch in der Liga, aus der Spreeliga oben zu spielen. Wir haben ja letztes Jahr schon doch verhältnismäßig sehr gute Regionalliga-Runde gespielt, sind im Grunde ja mit einem Tor oder einem Punkt dann ausgeschieden. Aber wir wollen ja da auch in Ruhe hin wachsen, da reinwachsen, dass wir kontinuierlich uns da oben halten können. Und ich glaube schon, dass wir die Chance haben, auch dann nächstes Jahr wieder hier zu spielen, auch im Pokal zu spielen. Zu mehr Sicherheit. Ja, Sie sagten, wir wollen kontinuierlich hochgehen. Jetzt sehen wir bei Grünwald Schwerin doch eine relativ dünne Mannschaft. In Frankfurt hat man mit einem relativ dünnen Kader gespielt, musste aufgrund dessen auch die Kräfte lassen, hat das Spiel verloren. Wie geht man da in die nächste Zeit an, damit so ein dünner Kader in der nächsten Spielzeit nicht mehr vorkommt? Ja, das ist natürlich, das ist eins unserer Hauptprobleme, aber man muss das natürlich auch sagen und das trägt auch der ganze Verein so. Wir können im Moment nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wir haben das Geld nicht zur Verfügung, um jetzt irgendwelche Spielerinnen kaufen zu können. Wir haben einen sehr, sehr guten Nachwuchs, der in den nächsten Jahren nachrücken wird, wo wir dann auch eigentlich erst in der Perspektive das Ziel haben, damit dann auch diese Ligen dann zu erreichen. Und da sind wir dann in der Breite, so hoffe ich, dass die Mädels gesund bleiben und so, gut aufgestellt. Und damit sehen wir große Potenziale. Und dann glaube ich ganz einfach, wir gewinnen, dass wir auch noch neue Leute dazu gewinnen, Sponsoren, Partner, die Stadt etc. Weil hier wird guter Handball gespielt, hier ist was los, man sieht, es ist gute Stimmung. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir da weitere die finanziellen Mittel auch dann bekommen, um dann auch den einen oder anderen dann dazu zu gewinnen. Ja. Ja, finanzielle Mittel, Sie sprechen es an. Wir haben das Thema auch mit Nordhareslee schon kurz angesprochen gehabt, die Konkurrenz von der SG Flensburg-Handewitt im Nacken haben. Ihr habt hier Post Schwerin vor der Tür sitzen. Inwiefern ist das ein Einfluss für euch? Ja, natürlich ist ganz klar Post, Aushängeschild, Langjährige etc. Aber ich glaube, ja, im Frauenhandball, wir haben die Chance, ja, in den Ligen auch da oben Richtung zweite Liga mal zu kommen. Das ist auch unsere Vision, unser Ziel. Aber wir wollen es eben auch versuchen, auf einer gesunden Art zu schaffen und das kontinuierlich auszubauen. Und ja, ich glaube, dafür lohnt es sich da auch, dass viele Leute hier auch ehrenamtlich arbeiten. Und es sind junge Leute, ein junges Team. Wir strukturieren den Verein so auf die Zukunft gerichtet. Und ich glaube, das ist dann auch das Ziel. Ja, das klingt sehr vernünftig. Dann wollen wir nach der langfristigen Aussicht mal auf die kurzfristige gehen. Wie geht's aus? Ich glaube, dass wir mit 2 Toren gewinnen werden. Das ist ein mutiges Statement und wir drücken natürlich die Daumen, dass das dann auch klappt. Und dann schauen wir mal, was es gebracht hat nach dem Spiel. Grünwald Schwerin gegen den TSV Nordhareslee und euch jetzt viel Spaß bei der zweiten Hälfte.
So, auf geht's, zweite Hälfte. Ja, Kai, du fragtest mich vorhin, Halbzeitpause, Ansprache vom Trainer. Erste Reaktion sehen wir dort im Tor, Wechsel, andere Statur, sicherlich in der Hoffnung, dass das Wurfbild früher erkannt wird von den Schwerinerinnen, um vielleicht auch ein, zwei Bälle mehr abzunehmen. Aber der erste technische Fehler auf Seiten von Nordharesley wieder. Etwas verblüffte Blick von Kerstin Felkel und es geht los, so wie wir aufgehört haben, bei Besitz Schwerin. Am Kreis jetzt Antje Thormann. Ja, eine sehr erfahrene Spielerin auf Seiten von Grünwald Schwerin. Setzt sich da gut ab, kriegt den ersten Ball. Schade. Und er scheitert an der Torhüterin von Nordharesley. Du hast es angesprochen, Mareike Vogel. Und das Tor jetzt zum 18:13. Ja, rein vom Gefühl her. Also etwas mehr Spannung scheint drin zu sein. Die Bank geht jetzt auch mit hier auf der Harsley-Seite. Mal gucken, ob es was bringt oder ob Schwerin da ordentlich gegenhalten kann, damit sie den Vorsprung Stück für Stück über die Zeit retten können. Ja, man hat es gesehen, das symbolische konsequente Abklatschen mit allen Spielern auf der Seite von Nordharesley vor der Halbzeit, vor Anfang der zweiten Hälfte. Und Joda Wenk bleibt unglücklich, aber Kinscher holt sich den Ball. Und Schwerin kann es nochmal versuchen. Aber die technischen Fehler setzen sich fort. Die Nervosität setzt sich fort. Und Wenk bleibt da hängen. Und Mareike Vogel, auch wenn der Ball natürlich nicht aufs Tor kam, aber sie hat die Hand am Ball und das gibt ein wenig Sicherheit. Das auf jeden Fall mit der Sicherheit. Aber auch bei Nordharesley sehen wir weiter diese, ich sag mal, unsaubere Abspiel, die Spiele in den Rücken, die Fehlpässe, diese Unsicherheit, die bleibt. Und jetzt ein Pass, damit hat der Kreis nicht gerechnet, der Ball geht einfach durch. Es ist natürlich nichts cleverer, als seine Mannschaftskollegen zu sein. Da waren sie sich uneinig, Felkel und Künzel. Es geht weiter mit den technischen Fehlern. Und jetzt aber der Konter für Harisley. Und der Treffer von Katharina Bruder jetzt weiter in diesem Spiel. Und es steht 18:14. Ja, für die Schwerinerin gilt es jetzt, klare Sachen ansagen, klare Sachen spielen. Die Hektik gar nicht erst mitnehmen. Vorne weiterhin sicher spielen. Ja, man hat in anderen Spielen hat man gesagt, einfach spielen jetzt. Wäre das auch gegen die